Hallo, liebe Leute. Wir begrüßen euch heute zu einer Runde mit Deadfall Adventures. Und Dennis ist bei mir, der Ja. guckt sich das Ganze ein bisschen an. Hey Johannes, du hast dich schon ein bisschen vorbereitet und es Ja. sah sehr interessant aus, wenn man dir über die Schulter geguckt hat. Es war so ein Shooter und sah so ein bisschen Adventure-mäßig aus. Ja, genau. Also es ist ein Ego-Shooter, ein klassischer, aber es hat so ein paar kleine Adventure-Elemente, so ein bisschen Uncharted-Light, sag ich jetzt mal. Also du musst nicht so viel klettern oder sowas, du musst mal ein paar Hebel drücken, hier und da ein bisschen Geschicklichkeit beweisen. Aber der Hauptteil ist auf jeden Fall Ballern. Okay, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Ja, wir steigen hier mal mit der ersten Zwischensequenz ein. Da sind wir jetzt nämlich. Und da lernt man jetzt gleich den Hauptcharakter auch kennen. Das ist nämlich, wie ich dir vielleicht schon mal erzählt habe, das ist der Urgroßenkel von Alan Quartermain. Ich bezweifle Alan stark, dass hier Quartermain! nie ein Tag James ohne Lee Sandsturm Quartermain vergeht. heißt er, der Und er hätte Protagonist. bestimmt etwas gegen das Und die Wort sieht aus wie Kollegen. Geheimakte Damals war ich noch kein Protagonistin. Ja, so ein bisschen, Bureau-Agent, ne? sondern nur Ja. Intel. Die nervende Stimme der Bürokratie, wie er es gern nannte. Aber ich habe es auch auf Englisch Ich bin angezockt in jedem Fall und das sicher, ist auf das jeden Treffen Fall nicht den Aufwand wert. von Sie der sehr selten Stimmausgabe falsche sehr viel besser. aber heute Also die könnte deutsche einer dieser Synchron Tage nervt ein sein. bisschen, muss man leider sagen. Okay. Hey, Noch kurz stopp! zuhören. Vor allem bei ihr. Ihre Stimme ist nicht so sehr gelungen. Hoppala. Ups. Natürlich, ne? Die hat Quartermain gerade den Haken angeschossen und der Haken hat ihn KOisiert. Genau. Ey, Quartermain, nicht schlecht. Oh, das ist der Good Guy Quartermain, der ballert den Typ natürlich nicht direkt um. Vielleicht müssen wir für einige Leute Quartermain kurz erläutern. Also es ist im Grunde so der verlorene Bruder von Indiana Jones. Ja, genau. Da gab es so Filme in den, was war das für Jahrzehnte? 80er, frühe 90er, sowas glaube ich. Also, oder ja. Ne, in den 90ern glaube ich irgendwann war das, die Quartermain-Filme. Und Quartermain war sogar der tatsächlich so viele im Kochtopf gesessen hat dachte, und gekocht wurde bei Eingeborenen. Ne? So ein Bild, ja, das man sonst wirklich also als Klischee nur kennt, aber im Film, er saß wirklich in dem Kochtopf und wurde gekocht. Ich, lebendig. War das in dem Quartermain-Film? Ich ja, bin ich mir jetzt glaub, gar ja. nicht mehr sicher. Ich bin mir da relativ sicher. Ja. Ja, das kann gut sein, aber es ist natürlich echt korrekt. Schon ziemlich hart. Er ist von größter Bedeutung für unsere Mission und somit das Schicksal unseres Landes. Klingt wichtig. Ich glaube, der Preis ist gerade gestiegen. Aber was noch wichtiger ja. ist, ich möchte, dass Sie jetzt sich uns anschließen, ein bisschen die Story vorangetrieben. Hören Sie, Professor, ich habe mich bei ein paar alten Freunden ein wenig über Ihre Behörde informiert. Und ich habe wirklich kein Interesse an dem mythologischen Unfug, den Sie untersuchen. Ich fürchte also, dass ich... Ich habe mich auch informiert, Mr. Quartermain. Über Sie... Ein notorischer Spieler wie Sie kann immer etwas Geld brauchen. Er ist natürlich der Bad Boy. Und Agent Goodwin könnte ja? jemanden mit Erfahrung der brauchen, der ihr den so, Rücken okay. frei hält. So der abgehalfterte Abenteurer, der schon so ein bisschen verkommen ist und der jetzt natürlich ein bisschen Kohle braucht und so. Hier. Und da kommt sie natürlich das auch noch daher. Ihrem das ist ja schon ein bisschen klassisch, die ganze Story. Oh, da ist das Tagebuch von Alan Quartermain. Das wird nicht billig. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ach, was soll's. Lassen Sie mich nur zu Ende frühstücken. Passagen ohne Reden drin. Ja, okay. Ich merke schon, also bist nicht ganz so überzeugt, ne? Es ist so ein bisschen. Ja, es kommt nicht so schnell mein in Gang jetzt erstmal bei diesen Videos. Alan hier können wir jetzt ein bisschen rumgucken zumindest schon. Jetzt sind wir hier mit ihm Jeep unterwegs. Aber du wirst gleich merken, sobald wir hier aussteigen und losgehen, dann geht's halt wirklich sehr schnell los. Dann wird's sehr abrupt. Dann wird man mitten reingeschmissen. Hier siehst du schon, also die Optik ist wirklich nicht schlecht. Also das Ganze sieht schon sehr schön aus. Sie sind weg, aber sie kommen bestimmt wieder. Wir müssen das schaffen, woran Sie gescheitert sind. Denk an unsere Arbeit. Ah, okay, Rechtschreibfehler unten auch schon. Ich bring dich nur rein und raus. Mehr nicht. Ja, was war da? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Nein, das ist ja am verdreht. Okay. Klingt ja sehr heldenhaft. Klingt wie jemand, der schon für Uncle Sam gearbeitet hat. Was, wenn das alles hier nur eine Falle ist? Unser Informant Shepard liefert schon seit Monaten verlässliche Informationen. Wir können ihm trauen. Klar, wenn du das sagst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du erinnerst dich doch sicher noch an meinen Fahrer, den Araber, der meine Tasche klauen wollte.
Genau. Er gehört einem Stamm von Dieben an. Ich mag keine Spiele, wo so viel geredet wird am Anfang und man muss warten, bis man endlich zum Spielen kommt. Das doch eindeutig. Das ist immer so ein bisschen nervig, vor allem wird auch gar nicht so viel Story dabei hergezaubert. Okay. So, jetzt können wir latschen. Wir spielen es gerade auf dem PC, ne? Du mit Maus bewaffnet, das Ganze gibt es aber auch für Konsolen, ne? Für 360, auch für PS. Nur für 360. Nur für 360. Also es gibt es nur für PC und 360. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf der 360 auch nur annähernd so aussieht. Ja, das stimmt. Vor allem läuft es super flutschi hier gerade. Ja, das ist es halt ultra, also sind da höchste Einstellungen natürlich. Hört sich gut an. Vorsicht. Okay, also so kann es aussehen. So kann es aussehen. Okay. So, jetzt gehen wir hier mal drunter her. Also die Weitsicht ist halt auch ordentlich. Ja, wobei so viel gibt es da ja nicht zu sehen, außer die fette Stufenpyramide. So, das jetzt, das ist, was ich meinte. Was sind das, Nazis? Nee, das sind keine Nazis, das sind so Beduinen oder so. Beduinen, noch schlimmer! So. Es dauert natürlich ein bisschen, bis er seine Coils geladen hat. Du siehst schon, wir haben... unendlich Munition für die beiden Pistolen. Ach, guck mal, der Kopfschuss, der hat ihn jetzt nicht umgebracht. So. Viel zum Begrüßungskomitee. Dann holen wir uns doch gleich mal die Thompson von den Jungs hier. Ah, alles klar. Okay, somit ist auch die Ära so ein bisschen definiert. Das sind die... Das ist irgendwie... Ich würde sagen 30er oder was? 30er, 40er. Also du wirst ja gleich noch sehen, dass die... Herren aus Deutschland dann natürlich auch noch ein bisschen was mitzureden haben. Die sind auch wieder dabei. Die sind dabei, du hast ja eben schon so ein bisschen vermutet, aber wir sind so gesetzt in diesen Standardspielen. Ja, das ist schön. Genau. Es ist halt irgendwie immer so, das Szenario ist halt nur selten abgewandelt. Es gibt nur eine Lösung für Probleme, die durch Dynamit verursacht wurden. Noch mehr Dynamit, wollte er gerade sagen. Jetzt kommt halt wieder so eine richtige Klischee-Cutscene. Was macht sie denn da? Guckst dir an. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Keine Sorge. Wir haben jede Menge. Ja, lass uns das diskutieren, wenn die Zündschnur schon. Genau. Ja. Er ist auch so eine Mischung aus Sam Fisher, Nathan Drake. Genau, Nathan Drake sieht er ja schon sehr ähnlich. Er hat von jedem so ein bisschen. Boah, und jetzt liegt er natürlich schon auf ihr drauf, so, und das ist natürlich kein bisschen klischeebehaftet, ich glaub, das, ja. Aber das ist ich so dieses Indiana Jones-Ding auch. Nee, das ist auch das Quartermain-Ding, also ich glaube, war Quartermain nicht sogar früher da? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, ich weiß es jetzt auch nicht. Ist es, ich würde das so in die gleiche Zeit so ein bisschen einordnen, das ist, glaube ich, ein bisschen parallel gelaufen. Was in diesem Tempel befindet, könnte das aber ändern. Das waren ja, also die sind ja beide schon so richtige Machos von Herzen. Ne? Ich finde, das passt aber, ne? Wenn denn hier, weil sowas in den Filmen auch, finde ich gut. Ah ja, das Herz von Atlantis. Ich glaube, darum geht's, oder? Ja, darum geht's in dem Spiel. Das ist so ein Artefakt, was du suchst die ganze Zeit. Und dann sind da eben andere Parteien, suchen das Ding nämlich auch noch. Du bist da nicht der Einzige. Okay. Oh, abwärts. In die Gruft. Jetzt, genau, jetzt gleich siehst du nämlich auch ein Feature, was so ein bisschen wie Uncharted ist. Lara Croft leider nicht. Denn du hast so einen Notizblock dabei. Den werden wir gleich auch mal aufmachen müssen. Und da sind immer so ein paar kleine Hinweise drauf. Das ist ein bisschen natürlich wie bei Uncharted auch. Da kannst du dann mal, hast du einen Notizblock oder so ein Buch, was du durchblättern kannst. Hier ist das nur so ein Block. Da stehen dann immer so einzelne Bilder drauf und die helfen dir dann so ein bisschen bei so Rätseln. Können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. So. Guck mal hier, das sieht doch auch nicht schlecht aus. Jetzt rennen wir hier immer so ein bisschen lang. Kannst du einmal ganz dicht an irgendwas, an so eine Säule rangehen? Ja. Ich finde mir gerne mal das Detail. Ah, okay. Das ist die Textur. Guck mal, da sehen wir zwei unterschiedliche Texturen. Einmal die Steintextur in super mies Auflösung und dann die mit den Hieroglyphen. Es ist auch oft so in dem Spiel. Also du hast es ganz oft so, dass manche Texturen, die sehen halt echt top aus und dann gehst du einen Meter weiter und die sind dann wieder verwaschen, damit eben die Leistung halt erhalten bleibt. Ja, aber ich find's okay. Ja. Ne, für ein Spiel, das in der letzten Generation, mittlerweile ist es ja so. Genau. erscheint. Für die Next Gen ist es nicht. So, was ist mit ihr? Genau, du wolltest mir doch was geben, oder nicht? Bereit, Lady? Bereit. Hui, das leuchtet schon schön blau. Träne nehmen wir das Isis. Mal. Okay. Genau, und die tun wir jetzt hier in die Tür.
Der gehört in ein Museum. Ja, und der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Ja, alles klar. Motivation ist auch klar. Genau. Ja! Ja, oh nein! Das ist vielleicht der Unterschied zwischen ihm und Indiana Jones. Denn Indiana Jones ist ja der Professor, der immer alles eigentlich immer nur ans Museum geben will und er hier möchte Geld haben. Für einen verrückten Lügner. Und er redet eben auch von seinem Urgroßvater. Afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ah, oh, wunderbar. Cutscenes im Schwarzen, ne? Genau. Oh, okay. Guck mal da. Ah, da sind sie. Genau. Da sind die guten Germans. Aber die Tore sind offen. Wir sind so gut wie am Ziel. Ah, der Ami ist wach. Guten Morgen, Herr Quartermain. Auf der Arme eine Freude, halt einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen. Selbst ja, unter ist klar, solchen Umständen. Ist in Deutschland verboten, da ja. Das und Fräulein Goodwin, vielen Dank, dass Sie das Tor für uns geöffnet haben. Sie waren uns eine große Hilfe. Woher kennen Sie unseren Namen? Ja, das ist ja nicht danke, verboten. Danke, dass Sie uns bestätigt haben. Wiederum. Ja, der Scheitel gehört eigentlich auch verboten. Genau. Ach, gut, furchtbar. Seien Sie nicht also so streng halt mit ihr, Herr Quartermain. Schließlich ließen Nazis Sie Nazis par excellence und die wollen eben, die sind eben auch hinter er dem Herz von Atlantis her. Er hat zugehört und war gerne bereit, sich uns mitzuteilen. Wissen Sie denn nicht, dass Gnade in diesem unzivilisierten Land nur Probleme mit sich bringt? Flecken auf dem Jackett hinten, siehst du das? Ja. Ich glaube, bei Ihnen so sagt man, ne? Dass man lose Enden beseitigt, oder? Genau. Halt! Wir brauchen Sie vielleicht. Halt! Wo wollen Sie denn hin? Mal sehen, wie weit Ihr Freund kommt. Oh. So, jetzt sind wir getürmt. Nur ein also die Tür, bevor die zugegangen ist. Bleibt das story-wise so? Also das ist ja wirklich ganz unterste Messlatte so vom also Acting her. Ne? Ja, also von der Geschichte her ist es wird jetzt nicht viel spannender, kann ich jetzt schon mal sagen. Okay. So, jetzt haben wir hier das Notizbuch. Das machen wir so auf und jetzt sehen wir, ui, ganz schwieriges Rätsel. Nicht bitte auf die Schlangen treten. Ah, okay. Ja gut, es ist ja gerade der Anfang des Spiels, ja, vielleicht werden die ja genau, knackiger. Genau, das ist da schon so ein bisschen Tutorial-mäßig. Ah, also wir treten cool. Nicht auf die Schlangen, es gibt eh nur was zwei passiert Symbole. Denn, wenn du auf die Schlangen trittst? Wollen wir das mal machen? Bist du dann direkt oder tot oder bestimmt nicht? Ne? Es gibt so einen Fehlversuch, der würde... Ja, ich glaube, wir können ja mal irgendwie drauf schießen, auf so ein Schlangending. Geht das? Wir haben ja gar keine Waffe. Okay, los. Wir treten mal einmal drauf. Ah, oh, scheiße, du wirst geföhnt dann. Alles klar. Du bist gefühlt. Ja, das achso, willst du natürlich nicht. Deine Friseur guck ist gefährlich. Mal, da ist. Da sind die Föhns, okay. Da sind die Föhns und ich glaube, wenn man jetzt siehst, dann wirst du richtig geföhnt. Genau, von allen Seiten. Übrigens, hier dürfen wir dann wieder auf die Schlangen treten. Ach so, hier ist auch was, aber wir durften trotzdem. Hier, das macht nämlich gar nichts. Aber guck mal, jetzt sehe ich auch die Typen da an der Wand. Da sind die Leichen, genau. Ah, ja, alles die klar. Die haben schon ein paar Pfeilchen abgekriegt. Mann. Ja. Das passiert dann. So, jetzt zeige ich dir hier noch was zu dem Upgrade-System in dem Spiel, weil du kannst deine Fähigkeit noch upgraden. Und das machst du so. Du sammelst Schätze ein. Okay. Die sind immer aus verschiedenen Kategorien. Weg des Lebens, Weg des irgendwas, Weg des Kriegers. Mhm. Und da kannst du eben dann deine Fähigkeiten verbessern. Du hast so einen kleinen Skill-Tree, der ist jetzt nicht allzu riesig. Kannst du den mal zeigen? Nee, den siehst du gleich, denn du musst solche leuchtenden Tafeln finden. Und mit diesen Tafeln, da kannst du dann, hast du dann im Prinzip deinen Skilltree und das Update-Menü. Okay. Du kannst dann immer einen neuen Skill auswählen, wir sind da aber gleich. So. Jetzt wird da gezeigt. Ja. Rechte Seite ein Auge. Linke Seite so. Das wird auf der linken Seite gelöt. Nee, auf der linken Seite stimmt das hier, glaube ich, schon. Ja. Wir müssen hier einfach nur mal drehen. Bis zum Auge. Wieso hat er eigentlich schon alles in seinem Notizbuch so? Ja, das ist ja das Notizbuch von Alan. Ach so, sein Vater war schon mal hier. Genau. Ah, okay. Genau, das sind die Aufzeichnungen von Alan Quartermain. So. Hier ist jetzt nichts weiter Spannendes. So, hier können wir. Da hinten ist so eine Tafel. Da siehst du jetzt gleich. Da ist schon wieder ein Typ. So. Der hat uns erstmal einen Colt hinterlassen mit unendlich Munition. Der hat anscheinend ganz viele Kugeln dabei. Ne? Also der ist relativ frisch, ja. Okay. So.
Jetzt hast du hier den Skilltree, jetzt kannst du hier deine Fähigkeiten verbessern. Jetzt nehmen wir hier mal das Einzige, was wir auswählen können. Boah, das sieht aus wie so ein Skilltree von Fisher-Price, oder? Ne? Dass das Kind mit der ganzen flachen Hand da drauf drücken kann. Genau, du kannst so, du triffst immer das Richtige. Sowieso. Okay. Also das ist wirklich der, oder gibt es noch mehr Seiten? Nee. Das ist alles. Das ist alles. Okay. Das ist alles. Ja. Ich sag ja, das ist ja nur so ein bisschen, die Rätsel sind jetzt ja auch meistens nicht so, dass sie übermenschlich schwer sind. Kostet das Spiel den Vollpreis? Also muss man da 60 Euro für hinlegen? Ich glaube, 40 Euro kostet das so. Ah, okay, immerhin. So, jetzt mal. Da unten, das sind doch wieder ein paar echte Nazis. Nee, ich habe keine Granate. Wie hat Quartermain keine Granate? Ja, ich bin hier gerade völlig unbewaffnet. Die haben mir alles abgenommen. Ich habe ja nur diesen Colt. Die haben mich bemerkt. Das war der Nazi, der angeschlagen ist. Mein Name. Ja. Genau. Okay. Aber die hatten Granaten, ne? Die sind Granaten gerade. So. Ist nicht so der Ziel genau hier, was wir hier machen. Man kann sie noch nahkampfmäßig irgendwie ausschalten. Sie sind hartnäckig. Ach, guck. Das muss man ihnen lassen. So. Ja, da hast du sie dann. Ah, jetzt haben wir eine Maschinenpistole. Huiuiui. So, guck mal, hier sieht es wieder ganz nett aus. Ja. Wasser. Quecksilber ist das. Nicht reinspringen. Ja, das ist, glaube ich, echt tödlich. Schwermetall, hochgiftig. Das ist übrigens, du siehst ja auch hier, guck mal. Also, das sind Kugeln, das sind Zauberkugeln, die gehen durch die Wasseroberfläche so durch. Muss ich und du kannst jetzt hier sehen abprallen oder was? Ah, du willst nee, du so siehst Wellen keinen, haben. Du siehst keinen Einschlag, genau. Ja, okay. Ich glaube, so ein ganz bisschen sieht man Wellen. Aber ich will jetzt zeig ich noch einmal. Doch, siehst du? Stimmt. Aber ist halt super realistisch. Bei Quecksilber hast du halt nicht solche Wellen. Das stimmt. Ja, guck mal hier. Und das ist jetzt, bist du wieder drauf gestoßen. Okay. Da ist unten auf dem in deinem Notizblock, siehst du diese Tafeln, die hier sind. Und wenn man da drauf schießt, dann wird das Ding der Stampfer kurz angehalten. Ah, alles der klar. Der ist zerquetscht. Das haben natürlich die alten Inkas früher auch gemacht mit ihren Maschinenpistolen, wenn sie hier durch wollten, ne? Ja, eben. Oh, hier fehlt das Ding. Da müssen wir ganz schnell sprinten. Ah, alles klar. Ja, da hat einer von den Inkas den Raketenwerfer aus Versehen benutzt. Und ich glaube, das waren aber eher Ägypter, die hier so waren, ne? Ach, sind wir in Ägypten? Das ist ja in Ägypten, ich habe gelesen, das geht irgendwie... Ach, wahrscheinlich gibt es mehrere. Es gibt mehrere. Ah, okay. Also ich war auch schon später, ich will jetzt nicht allzu viel schon verraten, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Szenarien hier in dem Spiel. Ah, okay, er bereist die ganze Welt. Genau. Okay, sehr schön. Ja, das ist doch ganz nett, ne? Nicht die ganze Zeit in Ägypten, weil Wüste, ne? Das ist halt Wüste. Ist dann mal eine Stunde spannend, aber danach kann auch mal was anderes, ne? Okay, was passiert jetzt? Jede Schatz hat fast einen Standard von Fähigkeiten, die sich damit verbessern lassen. Ich habe nämlich noch einen Schatz gefunden. Ach so. Diesen Ankh da, der da drin gesteckt hat. So, das ist eine ziemlich sichere Tür. Ey, die ist gut, die ist nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir hier schon mal zu dem ersten größeren Rätsel. Das sieht nämlich auch schon verdächtig aus, wie bei einer Stelle wie bei Uncharted 2. War das, glaube ich. Da musstest du fast das gleiche machen. Hier scheint nämlich Licht rein und du musst. Mit so Spiegeln musst du das Licht jetzt umlenken. Und zwar musst du hier das Licht auf die Rückseite von diesen Statuen da lenken und damit aktivierst du die so. Ich kann das mal zeigen. Laufen wir hier mal lang. Gibt es da auch einen Tagebucheintrag für die Leute, die sich nicht raffen wollen? Es gibt hier, glaube ich, was auf dem Notizbuch. Ah ja, genau. Und da steht, was man da machen muss. Da unten siehst du, das so ein kleines Männchen gezeichnet und da Licht hinten in den Rücken rein. Okay. Das Interessante ist, man muss die nur einmal aktivieren. Das heißt, es muss nicht dauerhaft ein Strahl da hinten drauf leuchten, sondern du machst hier so. Ach so, kannst du jetzt auch den links? Ja. Ach und jetzt ist das Ding an. Zack. Das hat quasi ziemlich eine Batterie. Das ist ein Duracell-Ägypter. Hier. Ja. Der ist jetzt nämlich aktiviert. Zustand. Und jetzt machen wir das hier beim nächsten einfach auch. Hoppala. Da ist er. Hui. Erledigt. So, dann gehen diese Dinger hier hinzu. So, da hinten ist nämlich auch noch ein Spiegel. Dann drehen wir den hier jetzt mal. Das ist ja der Hauptspiegel. So. Hui, da kommt so ein richtiger Effekt. Das staubt dann natürlich, wenn das Sonnenlicht das erste Mal. Ne? Ja, so ein bisschen schon. Vielleicht kommt da gleich so ein Goa'uld raus. Tieralk, genau. Nummer 3. So, und dann habe ich hier jetzt auch schon drei Stück. Sind jetzt schon fertig.
Ah, siehst du, und dieser Spiegel, der lässt sich jetzt nicht weiter nach rechts drehen. Deswegen müssen wir da von der anderen Seite irgendwie dran. Da müssen wir jetzt sehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, und wie machen wir das jetzt? Kann man den Hauptspiegel 360 drehen, also überall hin? Weil dann ist ja super easy dann, oder? Ja, der kann überall hingedreht werden. Okay. Guck mal, dann machen wir hier zum Beispiel mal den mal an. Ich glaube, hier ist nämlich auch noch einer auf der Seite. Nee, gar nicht. Wie ging das denn jetzt nochmal? Ach, der hier, da ist noch einer, genau. Wie, ist das echt so schwierig? Weil es sieht halt so aus, als wenn du den jetzt einfach nehmen könntest und hochdrücken. Wieso geht das nicht? Geht doch auch. Stimmt, das geht man auch. Man muss ja gar nicht hier mit dem Einfallswinkel ausfällen. man muss gar nicht um die Ecke denken, das ist schon relativ straightforward hier das Ganze, ne? Okay. Und kriege ich den? Ja, den kriege ich damit sogar auch noch. Dann müssten ja schon alle sein, oder? Ne, einer fehlt ja noch, es waren sechs, glaube ich. Einer fehlt noch. Nur noch eine. Stimmt, einen noch. So, dann können wir mal gucken, wie weit uns das hier bringt. Dann müssten wir ja am besten den da anleuchten, weil nur der kommt, glaube ich, da hinten hin. Ja, dann dreh den einfach. Ja, easy. Ach, guck, und der spiegelt nicht so weit, weil der dann im falschen Winkel ist. Sag, probier mal, das ist nur nicht richtig eingestellt, glaube ich. Guck mal, sieht. Ah, nee, doch nicht. Es geht nicht. Hast recht. Der hört so sofort auf. Vielleicht geht der auch. Der geht auch. Von da. Oder? Siehst du, triffst du auch. Na? Wahrscheinlich geht's so, ja. Also wir nehmen jetzt den mal und leuchten den dann an. Mhm. Nicht ganz getroffen. Ja, ich hatte den Lichtstrahl ja nicht. Geht nicht weiter nach links. Oh no! Das geht nicht. Aber muss man am Ende doch nachdenken. Das ist beim letzten, muss man dann nachdenken. Shit. Die anderen gehen so. Nee, der geht so nicht. Ja. Der da hinten, der könnte da irgendwie drauf. Wieso holt Quarterman nicht einfach seine Taschenlampe raus, geht einmal rum, leuchtet die Dinger an und fertig? Ja, das wäre eigentlich viel einfacher, ne? Kriegen wir den denn mit dem mittleren? Hey, keine Ahnung. Ja. Ja. Och, so müsste doch gehen. So, pass auf. Das geht aber bestimmt. Oh nee, der lässt sich nicht weiter nach links. Kannst du mit dem links den Spiegel an den linken, weißt du? Noch weiter? Warte. Wie war das denn mit dem hier? Nee, der geht ja nicht, nee, ne? Nee. Hm. Nicht der, den du gerade schon in der Hand hattest, ging der nicht ganz rüber? Welcher? Der da? Der da, ja. Nee. Der geht ja nicht so weit nach links. Nee, okay. Jetzt. Ja, also Rätsel würde ich das jetzt auch nicht nennen. Du suchst jetzt einfach nur so lange, bis du den Spiegel gefunden hast, der aus irgendwelchen Gründen, die uns fremd sind, jetzt da hinreicht. Also das hat jetzt nichts mit Logik oder so zu tun. Das ist einfach Trial and Error, ne? Das ist einfach der Spiegel, genau. Ja, dieses... Ich möchte sogar fast wetten, dass man dieses komplizierte Spiegelsystem hier mit den ganzen Dingen eigentlich gar nicht braucht. Was ist mit dem hier? Ach, den hatten wir eben schon ein paar Mal, ne? Der geht ja nicht. Und der ging ja auch nicht so weit. Vielleicht kannst du mit dem da hinten das erreichen. Und jetzt da genau, der geradeaus. Vielleicht kannst du von dort das Ding anmalen, strahlen. Nee, das habe ich glaube ich schon probiert. Das ging nicht. Also irgendwie muss man den hier noch kriegen. Ja, wir sollen das Notizbuch wählen. Ich denke mal nicht, dass uns das noch irgendwie was bringt. Nö, du musst halt einfach mal weitersuchen hier. Hm. Schade, so. Ich wüsste jetzt echt gerne, ob Quatermain vor Indiana Jones da war. Oder ja, umgekehrt. Können wir das gerade irgendwie nachgucken? Das hätte man vorher mal nachgucken sollen, so als verantwortungsbewusster Typ. Hm. Aber, da wir das ja nicht sind, haben wir das natürlich nicht gemacht. Doch, ich habe sogar ehrlich gesagt geguckt bei Quatermain nochmal. Aber Quatermain, da gibt es jetzt nicht so viele Facts, die man raushauen kann. Ja. Aber ich habe jetzt echt vergessen. Eigentlich wollten wir das auch schon länger spielen. Ich glaube, das Spiel ist für PC schon draußen und für 360 erscheint es jetzt die Tage oder so. Ne? Kann das sein oder umgekehrt? Nee, es ist, glaube ich, für beide Systeme am gleichen Tag gekommen. Ist aber relativ aktuell, ne? Ja. Oh, guck mal, da hast du... Nicht? Geht nicht? Nee, es geht nicht. Ach,
Das geht nicht. Wir müssen echt auf die andere Seite irgendwie. Und mit dem mittleren kommen wir da an den Spiegel nämlich nicht dran, siehst du, weil der verdeckt ist. Das ist halt richtig fuchsig. Da geht's nicht. Hast du das Rätsel schon mal gelöst? Ja. Aber es war wahrscheinlich so einfach, dass du es dir ja gar nicht gemerkt hast. Ja, also ich kenne das. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Was ist denn, wenn du. Ja. Und der ist ja wirklich einfach ein bisschen. Ah. Das geht nicht jetzt mit dem weiter. Haben wir schon probiert, ne? Ja, der ist. Da ist der Winkel zu komisch. Ach nee, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, ja, fertig. Warum auch immer. So. Dann machen wir jetzt mal weiter. Komm. Hoppala. So, jetzt kommen wir in die Cutscene. Und das muss unser geschätzter Gastgeber sein. Der und während die läuft, gucke ich jetzt mal schnell nach, wann Quartermain war. Hast du keinen Empfang? Nee? Bravo, Herr Quartermain. Das ist schon das zweite Mal, dass Sie uns heute behilflich waren. Würden Sie jetzt bitte vom Grabmal zurücktreten, damit ich mich um das Herz kümmern kann? Vorsicht! Nach meinen Recherchen kann das Grabmal den ganzen Raum einstürzen lassen. Leer? Warum ist es leer? Was haben Sie damit gemacht? Kein magisches Herz drin. Nicht mal ein magischer Blinddarm. Idiot! Das Herz von Atlantis birgt unglaubliche Macht in sich. Erschaffen von der größten Zivilisation, die je auf Erden existierte. Es sollte hier sein. Es muss hier sein. Ich verstehe nicht. Hey, Besserwisserin. Helfen Sie dem Doktor. Nur über meine Leiche. Vorsicht, Fräulein Goodwin. Hauptsturmführer Stein würde Ihrer Bitte nur zu gerne entsprechen. Okay, okay. Ein gebrochenes Herz kann niemals schlagen. Es bindet einen hungernden oder ausgehungerten König? Den Rest kann ich nicht erkennen. Irgendetwas über das Bein eines Lotsen. Und schon wieder waren Sie uns behilflich, Fräulein Goodwin. Anubis, der Smaragdgott. Er geleitete die Pharaonen auf ihrer letzten Reise. Selbst die Einbalsamierer trugen seine Maske. Ein Mann mit dem Kopf eines Schakals. Sie reden zu viel. Es ist nur ein Teil. Die Wächter müssen es aufgeteilt haben. Aber wo haben sie die andere Hälfte hingebracht? Naja, ein Versuch war's wert. Zeit, die Heimreise anzutreten. Gute Arbeit. Nicht so schnell, Herr Quartermain. Fräulein Goodwin, wären Sie so nett, das Fragment in den Schrein dort drüben zu legen? Ich würde es ja selbst machen, aber nun, da könnten noch mehr Fallen sein. Ja, fieser Typ, fieser Typ. Los! So. Ja, richtig. Jetzt müssen wir hier das Ding ein bisschen drehen. Das ist natürlich auch ein krasses Rätsel. Das muss jetzt, das was gleich in der 3D-Ansicht wird gleich halt was sichtbar, ne? Hm. Ah, da langsam kommt's da. Ja, hui, hui. Irgendein Sternbild. Mhm. Sternenkonstellationen. Hauptsturmführer, ich glaube, wir können gehen. Gut. Auf Wiedersehen, Quartermain. Oh,
Alter, Nazi Jump. Der Bäckerhecht. Nehmen Sie Fräulein Goodwin und verschwinden Sie von hier. Sie müssen hier raus. Hier, Sie werden beides brauchen. Und jetzt laufen Sie. Der große Twist. Ich bin Shepard. Stein traut mir. Und das soll so bleiben. Also los. Aha. Das ist nämlich eigentlich dein Verbündeter. Das ist ja fies, ne? Oh, oh ja. Was zum? Jetzt die Mumie kehrt zurück. Genau, und jetzt können wir hier mit der Taschenlampe drauf fokussieren und dann brennen die Typen. Das macht sie aber noch stärker. Nein. Hier, jetzt nicht. Brennt er und läuft auf dich zu. Wie hast du die Taschenlampe so hell aufleuchten? Ah, okay. Hab einfach einen Knopf gedrückt. Was ah, so ein bisschen Alan Wake-Style. Genau, Alan Wake, du schwächst die Gegner damit. Ich glaube, bei Anyway kannst du sie komplett poppen lassen. Einfach drauf und dann sind die weg. Brauchst ja, aber da ist es ja, genau, da ist es ja, weil es im Prinzip nur deine Einbildung ist. Im Traum. So. Das ist wahrscheinlich nicht so günstig, wenn man hier jetzt irgendwie... Ach, der doch. Boden ist so ein bisschen... Ja, doch, ich kann darauf rumlaufen. Ja? Ja. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Na? Wegen Quartermain. Und? Die Filme sind 85 und 87. Alter, doch so neu? Ja. Okay, dann ist Indiana Jones älter, ne? Ja, also wann war Indiana Jones 3 denn? War der nicht auch zu der Zeit? Das muss doch ungefähr das gleiche gewesen sein, oder? Watermane, Hilfe! Ich rutsche ab! Upp. Guck mal, da ist Hoppala. Doch einer eingebrochen. Guck mal, da jetzt hätten wir es gewusst. Ach guck, können wir eh jetzt wieder raus. Ja, komm hoch hier. Gib mir deine Hand! Der guten Jennifer. Oh oh. Oh. Ja, guckst du einmal nicht hin, fallen die 2000 Jahre stehenden Dinger um. Ja, genau. Hätte das gedacht. Hoppala. Hier, guck mal, wir können uns auch dabei bewegen noch. Bringt aber nichts, ne? Oh. Ui. Ist mal gerade richtig auf die Klappe gefallen. Sag was für mein Geld zu tun. Hier wird gekämpft. Cool, ja, wieder Mumien und Nazis. Wir können natürlich auf alle schießen. So. Okay, Mumien führen. So, hier haben wir natürlich noch einen Shotgun jetzt. Genau, die Mumien liegen ganz klar vorne. Ach guck mal, habe ich das Ding gerade aufgebrutzelt? Ja, du stehst neben dem fetten Scheinwerfer, ne? Oh oh! Ja, ich glaube, ich gehe gleich das drauf hier, ne? Nicht drauf gehen. So, jetzt ist hier, glaube ich, alles geschafft. Aber und halt der Sound ist auch weg, oder was? Ah doch, da ist er wieder. So. Wird das noch mal weniger hier mit dem roten Bild? Ja, ja. Jetzt ist die Taschenlampe natürlich auch unter meiner Waffe angebracht. Hm. So, was ist das jetzt mit ihr hier? Wollen wir mal hier reingucken? Da ist nix. Oder? Das so, ich habe keine Schatzkarte. Ich wollte gerade mal auf die Karte gucken. Hier ging noch gerade irgendwas, oder? Wozu brauchst du denn jetzt eine Schatzkarte, um das dazu... Na, okay. Hm. Ne, wir müssen ja hier irgendwie mal weitergehen können. Mhm. Zeig mir die Hieroglyphen an der Wand und oben, was da so ist. Ja, hier ist so eine... Da sind wir ja durchgekommen. Ah, wie echt? So tief? Nee, richtig, wir sind hier irgendwo... Nur einen. Hier, da sind wir, ja, genau. Da sind wir gerutscht. Okay. So, hier sieht's so, sieht's an der Wand aus. Okay, was überall. Machen wir hier? Die essen gerade, oder was? Ja. Okay. Das ist auch das gleiche Bild, glaube ich. Das ist ja für einen geilen Tisch. Mit so Stöckern drauf. Ja, stimmt. Der ist ganz schön voll, der Tisch. Gut gedeckt. Na gut, okay. So, latschen wir mal weiter. Hier geht's ja offenbar weiter. Wie weit hast du jetzt gespielt? Also, zur Vorbereitung? Oh, ich müsste so 1,5 Stunden ungefähr gespielt haben. Ah, okay, also ich bin auf jeden Fall schon in einem anderen Setting, sagen wir mal so. Okay, welches Setting folgt denn jetzt hier auf Ägypten? Danach kommt Eis. Eis? Ah, okay. Also danach bist du in der Arktis. Oh, guck hier. Oh, so ein Skarabäus. Schatz. Und jetzt? Oh, Scheiße. Gas. Grüner Furzrauch. Boah. Ist ja ekelhaft. Ja, ja. Ah, okay. So, ja, mal gucken. Wo geht's denn hier noch weiter? Hier waren wir auch noch nicht. Ich habe eh gerade die Orientierung verloren. Ach, guck, so, hier, mal. Guck mal. Kannst du den Generator anmachen? Ja. Schöner Generator. So, mal gucken, was jetzt passiert. Oh, oh. Was? Geht weiter? Das sollte so aber nicht sein, glaube ich. Ach, guck mal. Da,
Der Fahrstuhl ist, glaube ich, nur runtergekommen, um uns diese neue Waffe hier zu geben. Ja. Die haben alles gedacht, die Ägypter. Ja. Ja, und die Nazis. Mit denen dann zusammen. Noch. Ach ja, stimmt. Nee, die Ägypter haben wahrscheinlich die Nazi-Waffen erfunden. Ja. Damals. Wir sind hier auf der Suche nach dem Nazi-Gold. Oh, okay. Guck mal, mal gucken, wer gewinnt. Leuchten wir den nur an. So. So, gucken wir mal. Komm schon, Nazi versus Mumie. Machen wir den ein bisschen einfacher hier. Na, ja, lass das mal nicht eingreifen. Du darfst nicht gegen die natürliche Auslese der Natur verstoßen. Das muss alles. Na gut. Guck mal, mal gucken, ob die Mumie auch so abkackt. Ja, kannst du nur mit Taschenlampe erledigen. Ach okay. Guck, wo war sie denn? Ja, die hat sich da hinten versteckt. So. Weiter. Ist aber mal hinter die. Ja, Frauen. Ja, die ist hinter die Mumie gelaufen, die gute. Ja, Frauen. Oh ja. Hallo. Ja, ja gut, das passiert dem besten. Jennifer, komm mit jetzt. Ja. Gucken, ob sie das gleich noch hinkriegt. Ja, so eine Säule ist halt ein Hindernis. Oh nein. Wir haben jetzt gerade TNT aufgehoben. Okay, schmeiß mal. Da runter. Da. Sie haben gerade eine Ladung gelegt hier. Oh, sehr gut. Ui. Jetzt ist der Eingang doch bestimmt zu hier. Jetzt werfen wir selber mal was. Ein bisschen spät. Ups. Das okay. Bounced aber ganz gut vom Boden ab, ne? Bounce am Meat. So. Geht's auch Nahkampf eigentlich? Oder musst du. Ich glaub schon, ja. Dann spring mal runter und zeig mal so einen Nahkampf-Nazi. Den Nazi-Nahkampf. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Taste. Oh, guck mal, Mumie mit Schild. Mhm. Los, brenne. Er hat ein Schild, Mann. Deswegen kann ich ihn noch nicht treffen. Oh, Herausforderung, wow. Das geht doch. So, mal gucken, was hier ist. Oh, noch ein Bodenrätsel. Das hatten wir ja schon mal. Schlägt das Notizbuch eigentlich immer die richtige Seite auf, automatisch? Ja. Ah, okay, das ist praktisch. Aber das ist, glaube ich, so eine Random-Seite. Also ich glaube, das Bodenrätsel, das hier... Okay. Musst du, oh. Da, ach so, geht das. Drauf einfach draufschießen. Was war denn das für ein Symbol da links? Mal kurz. Ja, der Vogel. Du darfst nicht auf den Vogel treten. Na gut, dann ist ja alles klar. So, dann geht's jetzt hier lang. Ach, guck mal, da ist auch. Was ist hier los? Ist das ein Bambi? Siehst du das? Oh. Ja, ne? Ja, das ist nämlich noch so ein Schatz. Oh. Hier musst du nur hinspringen. Da, wo keine Säulen drunter sind, das ist natürlich ein bisschen instabil. Mal, war Quartermain auch der diesen Kollegen hatte? Der hat sich ja so ein eingebaut. Er war ja nie alleine. Und dieser Kollege mit dieser riesigen Eisenaxt. Das war doch auch Quartermain, wo sie dann diesen langen Gang lang gehen und in der Mitte bricht auf einmal der Boden aus und geht so zur Seite und dann müssen sie sich rechts und links abstützen und der eine fällt dann rein und so. Das war Quartermain, ne? So langsam kommt also sie nicht wieder. Also ich hab das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, also ich habe die Filme schon ewig nicht mehr gesehen. Der Typ, der hatte so eine riesige, fast aus Aluminium sah die aus, diese Axt. Echt? Ja. So richtig labmäßig oder was? So richtig... Nee, so richtig Axt halt. Nicht, ja. Nicht so ein Schaumstoff-Labscheiß, sondern. Ne? Schon eine richtige Axt. Ja, eine richtige Axt aus fettem, schweren Eisen. Oh, hier müssen wir jetzt. Rechts das Ank. Was? Rechts von dir aus oder von hier? Von mir aus rechts ein Auge. Links ein Kreuz mit einem Kreis. Ein Auge. Genau. Na, hier ist das Auge. Hier ein Kreuz mit einem irgendwas drauf. Ein Kreis. Komm schon! Die wird doch gleich zerquetscht, die gute. Da ist es doch. Ach, ein Ankh, meint sie. Oh, ah, okay. Ja, das kann man natürlich nicht wissen, so als Ägypten-Expeditionsfrau, ja, als Archäologin, was ein Ankh ist natürlich super hardcore advanced knowledge. Ja, guck mal, wir können hier wieder aufleveln ein bisschen. Ja, krass, Alter. Was hat denn das eigentlich jetzt gebracht, unser Level? Da. Das hier? Basisgesundheit erhöht. Oh, derb ist das extra vagant. Ja, Ausdauer erhöht, was anderes können wir leider noch nicht anmelden. Wie, wir haben einen Punkt, aber wir können nicht? Ja, guck mal, du brauchst, du musst hier mehr dafür haben. Ach so. Okay. Hm.
Ah, da steht's ja in Rot. Du kannst diese Fähigkeit freischalten. Freigeschalten. Ah, geht auch. Sehr gut. Das hier geht, ja. Ja, Basis-Ausdauer-Level erhöht. Ausdauer. Ja, ja, wow. Das ist ja ein richtiger Game-Changer. Jetzt kannst du Sekunden länger laufen, oder was? Wahrscheinlich. Krass. Und ich habe jetzt übrigens zwei hier so Nazi-Pistols. Statt meiner Colts. Aber ich glaube, für die... Oh, was ist hier jetzt? Akimbo Nazi-Pistols, das ist auch nicht schlecht. Ja, ja, eben hatte ich ja auch schon mal die Akimbo Colts, hatte ich ja auch schon. So. Ja. Oh. Neue Rätsel gelöst. Ein Puzzleteil. Ach, guck mal, hier, das hat der, das hat unser Verbündeter doch eben auch schon mal gemacht. Da musst du diese. So, wir stecken den einfach mal hier rein. Skarabeus. Okay, ich glaube, Mumien stehen hinter dir, oder was macht dieses. Ja, siehst du. Oh ja. Hallo. Tachchen. Ich glaube, du musst nebenbei weiter am Rad drehen, ne? Ich muss am Rad drehen. Ja. So, guck mal hier. Ach, guck mal hier, sie ballert auch ein bisschen mit. Ach, da ist ja noch eine. Guck mal, die will so, wollte sogar aus dem Licht fliehen. Aber die Effekte sind schon ganz gut, wenn das nicht da drauf trifft. Der kann noch so einen Skarabeus da rein. Hab ich ja nicht. Ich hab ja nur einen. Du hast nur einen? Ich hatte nur einen. Und ich glaube, in den Höhlen, wo die jetzt rauskommen, da sind noch mehr Skarabäen drin. Ah, okay. Deswegen muss ich die Kameraden hier auch erstmal erledigen. Irgendwas ist sogar eine automatische Pistole. Siehste. Ey! Das könnte passen. Schön. Das könnte passen. Weiß der Quartermain. Ach, hallo. Nahkampf! Immer noch nicht gezeigt. Ich weiß nicht mehr, wo der Nahkampf ist. Genau, ich dachte, hinter mir ist Kompass da über. Nahkampf mit dem Kompass. So, wo ist jetzt meine. Wo ist meine Taschenlampe? Oh oh. Oh oh. Ich will den Kompass nicht. Dann leg den verdammten Käfer da hinten rein. Die Mumie, die geht schon von alleine weg. Guck mal, so kannst du die gar nicht erledigen. Sehr gut. Einer ich will doch meine Taschenlampe wieder haben. Was hatten die eigentlich mit Käfern, die Ägypter? Heilige Tiere. Ja. Oha. Oh, Team Say, sehr gut. So, wie jetzt hab ich was gesagt. Wie sieht's eigentlich aus mit Multiplayer? Anscheinend hat das einen. Ja, es hat einen Multiplayer, aber ich habe den noch nicht ausprobiert. Yes, du hast ihn. Okay. So, wir machen das Ganze jetzt ohne Taschenlampe. Erschwerte Bedingungen. Nimm mal Tee. Tee mit Taschenlampe. Nee? Nee. Das ist, wieder Say an alle. Oh, schnell weg! So! Oder F? Die Flaschenlampe? Ja, ja, da haben wir sie! Flaschenlampe war's! So! Jemand verletzt? Wir sind in Sicherheit. Guck mal, da ist noch ein Schatz. Oh, das ist eine Thermoskanne. Nice! Das ist die heilige Thermoskanne der Isis. So, habe ich jetzt eigentlich noch so einen Käfer gehabt? Oh, sehr gut. Haben wir jetzt hier noch einen über? Wie? Da ist ein Käfer. Da ist ein Käfer. Okay. So. Jetzt auf die Tür. Und was ist dahinter? Noch mehr Gruft, noch mehr Käfer, noch mehr Mumien und Nazis? Wahrscheinlich, ja. Ah! Oh! Krokodile! Alter, aber zeig doch nochmal, zeig nochmal. Ich will das nochmal beobachten. Da unten sind noch mehr. Ah! Cutscene. Da unten sind sie. Okay. Die sehen aus wie Roboterkrokodile, so wie die animiert sind. Das sind Nazi-Roboterkrokodile. Stimmt. Ja, Untote. Ja. Untote Nazi-Roboter-Krokodile. Also echte können es ja nicht sein. Ich meine, Quecksilber überlebt ja Leben nicht lang. Ja, also es müssen auf jeden Fall Roboter-Krokodile sein. Ob jetzt von Nazis oder Mumien, sagen wir dahingestellt, aber soweit klar. Altägyptische Nazi-Roboter-Krokodile im Quecksilber. So. Ja, krass. Hättest du da jetzt reinfallen können? Ach. Nee, ne? Das war das Cutscene. Das Spiel hat es selbst gemacht. Genau. Ne? Okay, wow. Und das Brett zerbricht natürlich hinter uns genau in der Mitte und fällt dann runter. Ja, es ist echt ein gutes Timing, was der Quarterman hat. Wieder hier so nach, ich weiß nicht, also ich meine, 2000 Jahre ist ja noch untertrieben. So ägyptische Pyramiden sind ja, glaube ich, sogar noch bis über 5000 Jahre oder so. Ist ja echt gutes Timing, was der Quarterman da hinlegt. Das stimmt. Ach genau, hier ist jetzt was Tolles, guck mal. Oh! Jetzt, Chris, nimmst du hier nämlich so ein großes Maschinengewehr auf, damit kannst du auch nur noch langsamer laufen. Das gibt's manchmal. Okay. Und jetzt geht's hier halt richtig los. Oh ja, klar. Oh, Granate, Granate! Eieieiei! Ja, die lag nicht genau neben mir. Oh, pass auf. Oh, ja, da.
Ah, jetzt muss er nachladen. Oben der Typ. Ja, genau. Gib's. Hoppala. Sehr gut. Damit kann er jetzt nämlich auch nicht mehr sprinten. Also zwischendurch findest du immer mal so Superwaffen. Okay. Die das haben war jetzt auch also immer quasi nur, ein Highlight des Spiels. Ne? Genau, die haben okay. immer nur so Limited Ammo. Also dafür habe ich jetzt auch keine Munition mehr. Und wieder so ein Sarkophag. Du, ich finde das ja. am Highlight ist auch immer schön, Schluss zu machen. Ja, das ja. können wir machen. Also ich denke, wir haben euch jetzt schon ein bisschen gezeigt, was hier bei Deadfall abgeht. Es kommen hinterher halt noch andere Szenarien. Du bist halt noch im Schnee, du bist noch im Dschungel unterwegs. Ja. Aber das hier war schon mal ein kleiner Eindruck aus dem Spiel. Das hier ist eben die, der Ägypten-Teil. Also wenn jetzt jemand da draußen ist, der noch nie irgendwie einen Shooter gespielt hat oder sowas, für den ist das wahrscheinlich ziemlich spannend. Mhm. Aber wenn man jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass es da viele Spiele gibt, die genau das Gleiche machen, nur hübscher, smarter und irgendwie innovativer, kreativer, was auch immer sind, ja. dann ist das natürlich schwierig. Das Spiel hat vielleicht Chance, ja. wenn jetzt eine Großmutter am Laden ist und nicht weiß, was ich kaufen sollte. Dann kann, bei so einer Situation geht so ein Spiel mal über die Ladentheke. Ganz aber genau. ansonsten, also ich finde es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es sieht ja schon ganz nett aus. Es sieht nett aus und die Kämpfe machen auch mal einmal ein, zwei Mal Spaß, aber irgendwann ist es dann auch so ein bisschen, es wird schnell öde. Okay. Also die, aber diese grafischen Effekte, wenn du mal um die Ecke gehst und dann hier wieder was Neues erlebst und da ploppt wieder was auf, so, das macht das Ganze vielleicht noch so ein bisschen wett. Aber diese Kämpfe sind halt auch mehr als generisch. Also hier kommen dann jetzt kommen wieder die Nazis. Aus dem Boden. Ja, das sind die berühmten Teleport-Nazis. Ja. Und wir müssen jetzt einfach nur auf diesen Knöpfen hier stehen bleiben, damit diese Statue ganz nach vorne fährt. Okay. Und dabei noch ein paar Nazis erschießen. Also, es ist schon ein bisschen abwechslungsreich. Du musst teils auf Blöcken stehen, du musst teils Nazis abschießen, du musst teils auf Blöcken stehen und Nazis abschießen. Ja. Also, ja. es ist schon einiges dabei, muss man sagen. Ne? Ja, da ist für jeden was dabei, genau. Aber das ist dann auch eben mit der. Das ist dann. Mein Leben! Der Rätselpart. Och. Oh, immer wieder welche. Ja. Und noch einer. Uiuiui. Alle nacheinander. Ist wieder noch so ein Nazi-Endboss oder so? Nee, ne? Du meinst wie ein Hitler im Roboteranzug mit zwei Miniguns? Ja, in der Art, ja. Nee. Wie man das aus Wolfenstein kennt? Ja. Nee, sowas gibt's nicht. Oh, das ist Frau Tunguska hier. Genau, das ist Frau Tunguska. Und jetzt, ach guck mal, da hinten können wir jetzt nämlich raus. Oh, sehr gut. Okay. Weiter, ab in den nächsten Raum. So, und hier ist glaube ich, ein richtiges Highlight. Yes, Action! Das ist doch schön, das ist doch eine schöne Endsequenz. Ja, sehr schön. Oh, wow, wow, wow. Zack. Oh, da stehen schon die nächsten Nazis wieder. Hm. Alles klar. Ach guck mal, wir haben hier Madame gar nicht mitgenommen. Doch, die hat sich wahrscheinlich an unsere riesen Heldenbrust geklammert. Ja. Oh, Nachthimmel, wir sind draußen. Pass mal auf, genau, jetzt gibt's hier nämlich wieder eine Superwaffe. Jetzt hast Alter, was hier das Spiel am Ende noch auffährt für Action. Guck mal. Wow. Tom. Was sind das, Nazi-Roboter? Nee, ne? Ja, das sind so Flammenwerfer-Nazis. Ach krass, ja. Die haben so richtige, die SS-Kruppstahl-Mega-Uniform. Was ist das, eine Nazi-Railgun, oder? Nee, das ist so eine Panzerbüchse, das ist so ein... Das ist so ein Gewehr, womit du Panzer knacken kannst. Aha. Gab's die Dinger echt? Ja. Ist ja cool. Dann denke ich auch. Guck mal, damit kannst du sogar... Guck mal, du musst schon zugehen, du findest kein Ende. Ne? Also es ist schon irgendwie, es gibt tatsächlich ja Spiele, die sind nicht jetzt AAA und super gut und die besten Spiele der Generation. Aber es gibt auch Spiele, die nicht überall ein R-Rating kriegen, aber trotzdem Spaß machen. Ist das so eins? Ja, also schon, wie gesagt, es wird ab und zu mal ein bisschen dröge, aber es, irgendwie will man dann doch wissen, wie es hinter der nächsten Ecke weitergeht, sagen wir mal so. Und dafür macht man dann wieder weiter. Guck mal, da leuchtet es wieder. Boah, guck mal wieder, der krasse Talentbaum. Wir können nichts machen. Ja. Okay. Genau. Also man will immer schon noch die nächste Tür aufmachen, so ist das nicht. Ja. Aber an sich ist jetzt es halt... Jetzt sieht aus hier, wenn das nächste Serious Sam so genau, aussieht. Genau, ich wollte sagen, das sieht aus wie Serious Sam, oder? Ja. Das ist echt so. Kommen Sie hier an. Gleich hört man das Schreien von diesen Typen, die Bomben getragen haben, die ohne Köpfe. Dieses Bombenköpfe. Nee, die hatten keine Köpfe und zwei Bomben als Hände, sowas. Ja, genau, Und die Riesenskorpione und. Also bei Serious Sam ging sehr viel über Geräuschkulisse, fand ich. Also sobald du sowas gehört hast, dann hast du echt Tschüss gekriegt und dachtest so, ne, dann die Minigun raus. Okay.
Genau, und hier sind wir jetzt nämlich am Ende. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Bist du bereit, unser kleines Abenteuer fortzusetzen? Hey, natürlich. Wer muss ja verhindern, dass man dich abmurkst. Ah. Und ja. Damit ist Ägypten geschafft. Ja, jetzt geht's nach Arktis, Antarktis. Ja, irgendwas? Jetzt geht's ja erstmal, guck mal, jetzt bist du irgendwo in London oder so. Uralte Flüche, tobende Ruinen. Der Regen ist echt schlick. Die Pizza links ist. Meines Urgroßvaters gar nicht mehr so. Ja, da hinten ist ein Cinema. War meine Neugier. Mein Jagdinstinkt war geweckt. Naja, das genau sieht fauligen Leichen gar nicht so cool aus. Doch, ich find's eine okay. Karte. Sie zeigt die Positionen von Sirius und den Sternen in dessen Umfeld. Der Rauch ist cool. Sieht aus wie der alte Windows-Bildschirm schon. Da weißt du, dieses. Also, ja. Veraltet? Dezent, ja. Aber die Konstellation. Diese Dinge, die sich so gegeneinander verdrehen, so immer. Ja, wie nennt man das? Der keine Ahnung. Ich weiß, wie er hieß. Marquis oder so. Marquis oder so. Marquis, der Bildschirm. Ja. Den gab es schon bei 98 oder? Dabei ja, den gab es sogar schon bei 95. Nee, bei 3.1 gab es den sogar schon. Echt? Ja. Okay. Das wissen wir nicht. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Echt? Mittendrin? Ja. Ein so fortschrittliches Volk. Wir können jetzt ja nicht mehr noch was aus der Arktis-Kampagne zeigen. Deswegen hören wir da jetzt erstmal auf. Weil da erzählen sie jetzt nur darüber, dass... Dann musst du auch mal hier raufdrücken, weil ansonsten kommt man einfach nicht zum Ende. Okay. Ja. Ne? Gut, das war's dann erstmal soweit. Hoffentlich hat's euch Spaß gemacht, ein bisschen zuzugucken. Genau. Wenn es euch jetzt interessiert hat, wenn es euch angefixt hat, dann geht in den Laden, holt euch das Ding. Mhm. Wie fandst du es jetzt, Dennis? Dein Fazit? Also wenn es jetzt nicht 60 Euro kostet, hat es eine Daseinsberechtigung, ist ganz schick. Nicht das schlauste Spiel, aber man kann anscheinend trotzdem Spaß damit haben. Deswegen, ja. Die Leute bilden sich da draußen meistens ja selber die Meinung und sie haben jetzt genug gesehen, glaube ich, um das zu tun. Ja, genau. So sehe ich das auch. Okay. Ja, dann danke dir. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Johannes. Genau, ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal, oder? Alles klar. Macht's gut. We'll be right back.